Nur mal als Beispiel. Könnte ich machen, diese vier. Was wollt ihr? Ich will in die Magiergilde. Ich hoffe, ich habe Brücke gesetzt. Wenn ich etwas für euch tun kann, so wäre mir das eine Freude. Okay. Ausbildung ohne Rüstung. 49 Punkte. Haben wir hier schon bald einen Punkt für eine. 4 Punkte für ein nächstes Level haben wir schon. Wow. So. Dann machen wir jetzt gleich mal Rückkehr. Und sehen mal, wo wir hinkommen. Ihre Benimmsum. Oh, geil. So geil. Ich habe dran gedacht. Speichern. So, da wollte ich noch hin. Das wollte ich mir noch ansehen. Das machen wir jetzt. Da bin ich schon mal ein bisschen hingegangen und dann aber aus irgendeinem Grund nicht weiter. Aber ich hoffe, der sieht uns nicht. Ich würde nämlich erstmal gerne in diese Ahnengruft da reingehen. Maren Ahnengruft. So, speichern. Okay. Falle. Dietrich könnten wir zum Beispiel reinhauen. Dietrich und Sonde. Das wären auch Möglichkeiten. Also, was euch lieber ist. Mir ist es, der Rest tatsächlich vollkommen egal. Ich kann eine Sieb-Intervention reinhauen, göttlicher Eingriff. Ich könnte Dietrich und Sonde reinhauen. Ich könnte, was weiß ich, Rückkehr und Markieren hinzun. Oder vielleicht Angriffszauber. Oder vielleicht die Amulette zum Wechseln, wenn. Oder den Dolenfederring und sowas. Der Rest ist mir tatsächlich ziemlich gleich. Also dürft ihr aussuchen. Da ist doch sicher jemand. Ja. Stirb! Kerze. So, hier haben wir Knochenmehl. Knochenmehl. Gewöhnliche Gürtel. Knochenmehl. 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 Auch irgendwie immer Knochenmehl. Sogar der hat Knochenmehl. So. Knochenmehl. Knochenmehl. Da war aber nur ein Gürtel, sonst war da nirgendwo was drauf. Nur eine Urne jeweils. Eine Leiche mit 14 Draken. Ja, okay, der Rest ist nicht sehr interessant. Schloss 10. Ja, nur noch drei Dietriche. Stirb! Ha! So, nehmen wir alles. Na, und die Leiche beseitigen. Da sind Gegner drin. So. Nehmen wir auch alles und dann beseitigen. Ich töte erst noch den da. So, sonst sind jetzt auf der Minikarte gerade keine Gegner mehr. Das heißt, wir können jetzt wieder in Frieden herumwandern und uns alles ansehen. Lähmung heilen, da ist Knochenmehl, gewöhnliches Gewand. Die gibt es hier nicht. Lieber auch nicht. Da gehen wir dann gleich hin. Knochenmehl und Knochenmehl.
Hier ist tatsächlich nichts. Ein Beutel mit ein paar Sachen. Eine Lasten? Nein. Ich will nicht schwer wiegen. Wofür bräuchte man Last? Das ist so ziemlich der nutzlose Zauber, den ich mir Trank, den ich mir vorstellen könnte. So, das war die eine Kerze. Ah. Schloss 10. So, und ich sehe, dass dahinter ein Gegner ist. Ey, bleib weg von mir. Ich hab gesagt, bleib weg von mir. So, zweimal Knochenmehl und zwei Eisenpfeile. So, dann bin ich wieder Knochenmehl. Hier ein paar Sachen. Oh, ein Buch, das wir mitnehmen werden. Knochenmehl, Draken, Knochenmehl, zweimal Knochenmehl, schwere Lederstiefel, nein, die lassen wir hier. Knochenmehl, 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 gewöhnliches Hemd, lassen wir auch hier. Und Knochenmehl, sehr schön. So, was ist da drin? Falle. Fall entschärft, aber der Dietrich wurde aufgebraucht. Hä? Keiner da? Okay. Wenn keiner da ist, ist keiner da. Hier haben wir eine neue Kerze. Knochenmehl, Knochenmehl, Draken, Knochenmehl, Kiste mit einem Eisenkurzschwert, Knochenmehl, Knochenmehl und zweimal Knochenmehl noch. So, da ist aber bestimmt was dahinter. Was ist das? Soll das ein Tremora sein? Der hat aber... Das ist doch ein normaler Mensch. Verrückter Batu. Okay, er ist so verrückt, dass er uns angreift. Du wirst hier den Tod finden. Ja, habe ich schon. Überliegen Leichen. Mit dem Tod dieses Charakters ist der Faden der Prophezeiung durchtrennt. Kehrt zu einem früheren Spielstand zurück, um das Gewebe des Schicksals wiederherzustellen, oder setzt eure Existenz in der verdammten Welt fort, die ihr geschaffen habt. Was? Ach du Scheiße! Ich habe einen Hauptquest-Charakter getötet! Nein, das geht nicht. Laden. Nein, das geht... Das geht echt nicht. Das geht nicht. Nein, keine Chance. Wir lassen das. Diese Ahnengruft, die Maren-Ahnengruft, die bleibt bis auf weiteres verboten. Bis wir dann irgendwann mal tatsächlich dorthin müssen. So, und von dir will ich jetzt die Seele. Na, komm. Gewohnheit. Kurzwaffe auf 62 Punkte. Eine Seele, das ist doch ein Kaguchi. So. Eisenpfeil, Kaguchi-Haut, Leiche weg. So, Flammatronach hat Feuersalze, Leiche weg. So, wie, den haben wir. Der ist da rein. Oh, sehr schön. Das war's dann auch. Wir haben einen unbedeutenden. Okay. Wir uns hier mal um, wo es hier hingeht. Da vorne ist ein Scump. Scump töten, nicht töten. Ich glaube, der hat eine gewöhnliche Seele, also nicht töten.
Also, nicht Seele fangen, meine ich. Töten, ja. Moment mal. Den lasse ich. Bei dem könnten wir die Seele fangen. So, Eisenpfeil. Falsch, ich wollte die 4 drücken. Ah, passt. Nein? Ja. Ich muss mich noch daran gewöhnen. So, Leiche beseitigen. Und wir haben einen Klippenläufer. So, das heißt, wir haben jetzt wieder nur noch die niederen und die beiden großen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt bin ich hier bald. Das ist irgendwie falsch. So. Ich glaube, hier war ich schon mal. Oder hier sollte ich schon mal gewesen sein. Hier war ich tatsächlich auch schon mal. Ich habe nach da erkundet und nach da erkundet. Und nach da bin ich hergekommen. Da gibt's nichts. Nur diesen Weg habe ich noch nicht erkundet. Dann gehen wir den jetzt. Der führt ja auch tatsächlich da rein. Und das ist das, was wir heute tun wollten. Also, gehen wir da rein. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich mal in die Lage komme, einen Hauptquest-Charakter zu töten. Matt, wo kommst du denn her? Ich wollte jetzt eigentlich den da oben erschießen. Du lebst ja immer noch. Okay. So, der hat uns den Pfeil zurückgegeben. Und du hast uns nur einen Pfeil zurückgegeben. Und zwei Salze der Leere dafür aber auch. Okay, hier ist aber auch irgendwie nichts. Das Ehre-Benimson-Lager müsste da hinten sein. Ist es auch. Na gut. So, soll ich dann jetzt da weiter oder links weiter? Ich glaube, ich möchte den da töten. Das ist eine Dedra-Ruine. Da habe ich gerade keine Lust, also gehen wir runter. Bist kranker Klippenläufer. Mal sehen, wo dieser Weg hier hinführt. Bin ich schon sehr gespannt. Führt nach links und nach unten. Nach da lang könnte es sein, dass wir schon mal gewesen sind oder auch nicht. Aber ich glaube, diesen Weg würde ich jetzt tatsächlich gehen wollen. Als nächstes. Okay, gehen wir mal da an. Aber da sieht es so aus, als wäre hier einfach nichts. Ja, da ist nichts. Asani Bibi Berg. Ah ja. Schön. Da waren wir aber bereits mal drauf. In dem hier egal. Nee. Wir waren hier noch nicht. Was ist das für ein Schrein? Asani Bibi Schrein? Dies ist die Geburtsstätte von Almalexia. Okay. Wir haben die Geburtsstätte von Almalexia gefunden. Heftig. Asani Bibi Schrein. Asani Bibi Schrein, genau.
Den habe ich jetzt hier markiert. Eigentlich wäre er hier, aber egal. Oder? Ja. Das, wie Schrein. So. Sunny Bibi, genau. Und das da kommt weg. Entfernen. Ja. So. Eine Eiermine. Da gehe ich rein. Maisa Shamus Eiermine. Er hat uns doch gesehen. Ich wusste, ich hätte ihn töten sollen. So. Heilen. Speichern. Und rein da. Und ich hoffe, diesmal treffen wir auf keinen Questcharakter, der von mir getötet wird. Okay, sieht sehr gut aus, dass hier keine Gegner sind. Tatsächlich geht es auch nur hier weiter. Was? Wieso greifst du mich an? Quammerarbeiter. War ich schon mal hier? Nee. Ein Krieger. Wieso hat mich der Arbeiter angegriffen? Ich habe dem noch gar nichts getan. Ich habe nicht mal Eier gestohlen. Das ist irgendwie blöd. Ich werde der Königin jetzt alle ihre Kinder töten. Das ist ein Quammerkundschaft. Dann hätte ich fast nicht gesehen, wenn er sich jetzt nicht bewegt hätte. Schütze auf 93 Punkte. Pech, Farmerarbeiter. Oh, da ist ja noch ein Kundschafter. Da hinten ist doch ein Kundschafter. Treffer. Das ist der Arbeiter. Wo ist... Ah, da! Perfekt getarnt. Da liegt jemand. Leiche eines Helden. 25 Draken. Nein. Tätisches Daikatana. Oh nein, lassen wir. Haben wir schon. War aber gut ausgerüstet. Okay, Königin, ich habe dir deine ganze Familie getötet. Ich hoffe, das macht dir nichts. Gut, gehen wir hoch. Mit ein bisschen Licht. Zack, zack. Und dann gehen wir weiter. Die Gegend erkunden.